Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zurück im spanischen Debakel. Ne? Wir haben beim letzten Mal hier ganz schön Federn gelassen und ich werde jetzt hier mal gerade eben meine Truppen hier zusammenlegen. Das, was ich hier noch an Truppen habe. Ja, es sind also noch insgesamt 4 Regimenter übrig. Wir werden damit leben müssen. Ich habe mir überlegt, dass die erste Ideengruppe etwas Ungewöhnliches sein wird. Ich habe mir die Infrastruktur durchgelesen und ich glaube, dass wir mit der Infrastruktur also sehr, sehr nützliche Sachen machen können. Da glaube ich, das können wir ganz groß dabei sein. Also ich würde sie sehr, sehr gerne früh nehmen, aber noch nicht unbedingt als allererstes, denn das allererstes brauchen wir das eigentlich noch nicht. Die defensiven Ideen sind nach wie vor auch eine ganz, ganz gute Sache. Die Quantitätsideen sind vielleicht für uns fast gerade eben besser. Ne, also die Rekrutenreserve zu erhöhen. Wir nehmen die Quantitätsideen, um unser aktuelles Problem anzugehen. Dadurch machen wir jetzt halt auch mehr Manpower und werden hoffentlich aus dieser desaströsen Lage bald wieder rauskommen. Jetzt müssen wir hoffen, dass die Franzosen das Bündnis wert sind, das sie uns haben zukommen lassen. Ich kann es einfach nur hoffen, ey. Und ich werde natürlich auch versuchen, ihnen noch Unterstützung zukommen zu lassen, so gut es halt geht. Hier kommen bereits schon einige von denen. Oh, was ist das? Hier kann ich... ja, ein bisschen Merkantilismus bekommen. Oh, ist das gut, ist das gut, ist das gut. Komm, ich helfe da auf jeden Fall mit. So, hat uns nochmal einen gewissen Kriegsstand jetzt hier eingebracht. Und wir werden jetzt hier versuchen, die nächste Festung jetzt hier zu belagern. Ich wisse, das, wovor ich am allermeisten Angst habe, ist, dass die Franzosen jetzt hier aus dem Krieg rauspiesen. Darauf hätte ich echt keinen Bock. Kann ich euch ganz ehrlich sagen. Das wäre desaströs. Ah, die Renaissance wurde in Burgund gefördert. Das müssen wir übrigens auch noch tun. Oh, sehr gut. Das ist fantastisch, dass wir das jetzt haben. Wir brauchen halt immer noch Oskar. Wir brauchen diese Stadt hier. Diese Festung. Alles zu seiner Zeit. Burgund gilt nun als Großmacht. Ach, wie schön. Dafür haben die eigentlich ehrlich gesagt gar nichts. Oh, eine reiche Ernte. Ganz im Ernst. Macht ist halt immer so gut und Macht korrumpiert auch. Nee, ganz im Ernst, ich nehme das Geld, damit ich die Renaissance so bald wie möglich jetzt hier fördern kann. Das ist das Ziel und das Wort, was ich gesucht habe. Ich möchte die Renaissance fördern. Ja, Brabant gibt es einen neuen Kardinal. Oh, wenn wir diese Ländereien hier weitgehend haben, dann stehen wir schon mal auf einer ganz, ganz guten Sache hier. Politischer Kampf des Klerus. Ach, echt jetzt? Für den Klerus ist die Zeit zur Ernennung eines neuen Anführers gekommen, der unsere Führung unter der Königin in der Hauptstadt unterstützt. Als wahrscheinlichster Kandidat kommt ein uralter Geistlicher in Frage, der als wichtiges Mitglied des Klerus einen soliden Hintergrund mitbringt. Im Laufe seines Lebens hat er sich aber auch viele Feinde gemacht, die auf die Ernennung eines etwa jüngeren Kandidaten mit einer weniger belasteten Vergangenheit hoffen. Als Königin wäre es nicht schwer, die Wahl zugunsten des jüngeren Kandidaten zu beeinflussen, der wahrscheinlich loyaler wäre. Eine Einmischung in die Angelegenheiten des Klerus würde die Fraktion langfristig gesehen aber mit großer Wahrscheinlichkeit schwächen. Klerusstand erhält Einfluss. Oder ein jüngerer Kandidat. Dann bekommen die Loyalität und ich verliere Geld. Dann bekommen die halt ein bisschen Einfluss, was soll's. Ich habe jetzt nicht vor, Geld hier zu verlieren. Das würde mir gerade eben nicht wirklich weiterhelfen. Wir müssen übrigens auch tatsächlich hier noch ein paar Darlehen abzahlen. Ne? Das darf man nicht vergessen. Komm, ich mach das schnell mal. Ach, ärgerlich. Wachstum der Städte lockt Leibeigene an. Es scheint, als ob die Leibeigenen aus der Provinz fortziehen und danach streben, in der Hauptstadt zu leben. Das ruft Unruhe im Reich hervor, aber unsere Hauptstadt könnte auf lange Sicht davon profitieren. Okay, ich könnte in La Corufia einen Grundsteuer verlieren, aber dafür in Toledo etwas bekommen. Ja, das machen wir. Ganz im Ernst, die Adligen haben mir einfach zu sehr in die Suppe gespuckt, als dass mich noch interessieren würde, was die denken.
Das ist ganz einfach. So, und jetzt, wo wir jetzt hier. Oh, da schlagen die Franzosen wieder eine Schlacht. Kämpfen diese aber nicht zu Ende. Wir brauchen übrigens Calatayud. Calatayud ist das, was wir dringend brauchen. Es wäre toll, wenn ihr euch darum kümmern würdet. Was ist das? Eine Staatsehe mit Luca. Jo, machen wir. Kostet uns halt jedes Mal Legitimität, ne? Also, wir müssen echt dieses ätzende Problem irgendwann mal lösen. Wir machen auf jeden Fall schon mal jetzt hier nochmal eine weitere Einberufung des Rates, des Parlaments. Was haben die denn jetzt hier? Grundsteuer erhöhen auf 6. Grundmannstärke in Toledo auf 7 erhöhen. Oh, warte mal, ich guck mal gerade eben. In Toledo, in Toledo. In Toledo kostet es nur 48. Ganz im Ernst, die Grundmannstärke zu erhöhen klingt reizvoll. Der Vorschlag des Adels. Das würde mir auf jeden Fall auch Rekrutenreserve bringen. Nee, das machen wir. Wir haben schon die Entwicklungskosten reduziert. Das heißt also, zack, zack, haben wir das Problem schon mal gelöst und haben noch mehr Manpower dadurch jetzt hier gesammelt. Das finde ich sehr, sehr gut. Jetzt haben wir auch gleich wieder das da. Wir sind jetzt hier bei 15%. Kommt, Franzosen. Legt los. Und wir haben jetzt endlich das Kriegsziel wieder. Das Problem ist bloß, dass wir dir sofort wieder jetzt hier Konter von der Stadt Oskar. Ja, was will man machen? Kann es gerade eben einfach nicht halten. Wir brauchen einfach diesen Laden hier. Wo wir gerade eben dabei sind, ich werde jetzt, wo wir endlich Valencia erfolgreich belagert haben, jetzt mal hier hingehen und dann hier nach Oskar. Und wir werden jetzt gucken, dass wir nochmal ein paar Truppen rekrutieren. Also einmal, zweimal, dreimal, viermal. Dass wir wieder sowas wie eine Armee haben, ne? Auch wenn wir davon nicht viele haben. Aber wir holen es uns jetzt halt einfach mal. Halt erstmal das hier belagern und dann hier Oskar belagern. So lange dauert es dann vielleicht auch, bis die Truppen endgültig da sind. Wir stehen bei 23%, ne? Und ich habe vor, solange jetzt hier die Franzosen jetzt hier nicht zu schwach sind, dass wir das Ganze auf jeden Fall hier auch bis zum Ende durchziehen. Sie haben jetzt auch schon angefangen jetzt hier mit der grundlegenden Belagerung. Wir gehen schon mal hier hin. Da findet schon mal eine Schlacht statt. Wir versammeln jetzt alles hier. Dann haben wir wieder so etwas wie eine Armee. Ich fasse es ja gar nicht. Wir haben wieder so etwas wie eine Armee. Es sind zwar nur 8000 Mann, aber es sind 8000 Mann. Und da gehen wir jetzt hin. Die Franzosen kommen wieder mit irgendwelchen Truppen an. Das ist auch fantastisch. Ich bin echt am Überlegen, ob ich hier noch weiter bauen soll. Warte mal, ich kann auf jeden Fall. Boah, 23 in Toledo. Auf jeden Fall. Ey, ohne Witz, ich mach das. Das war jetzt zwar ein Haufen Geld, aber das rechnet sich unterm Strich, würde ich mal behaupten. Dann fördere ich halt die Renaissance später. Ich meine, ich werde wahrscheinlich aus diesem Krieg hoffentlich rauspießen können und die Aragonier haben dann hoffentlich endgültig die Nase voll. Und werden dann noch Geld bezahlen, auch wenn ich ihnen jetzt hier Länder abnehmen werde. So, Aragonier hier nochmal geschlagen, das ist gut, das bringt uns nochmal 1% mehr für den Kriegsstand. Und ich bekomme 1% Armeeprofessionalität, erhalte eine Stufe 2 Armeeorganisator, der uns nur. Ja, nicht schlecht. Dann kann ich also mehr Truppen theoretisch halten. Ich glaube, die Armee von Aragorn ist jetzt endgültig geschlagen und wir können jetzt den Krieg zu Ende führen. Oh, ist das gut, ey. Ganz im Ernst, ich war mir nicht ganz sicher, als so viele da mitgespielt haben. Ich habe die Vasallen, glaube ich, teilweise einfach in dem Moment nicht gesehen. Aber als ich sah, Frankreich kämpft auf jeden Fall tapfer mit, wusste ich, wir sind auf der richtigen Straße hier zum Erfolg. Alles andere hätte mich wirklich sehr, sehr stark belastet. Sagen wir es mal so. Wir können uns jetzt hier schon mal anschauen, wie wir es mit den Ansprüchen von Aragon machen müssen. Alle Provinzen im Gebiet Valencia, Katalonien und so weiter und so fort müssen halt mir gehören. Dann bekomme ich hier ein paar schöne Ansprüche. Allerdings nur für 25 Jahre, Sizilien. Das muss ich dann auf jeden Fall früh in die Tat umsetzen. Was ist das?
Warum hat Frankreich das jetzt hier für sich beansprucht? Sind die deppert? Frankreich beansprucht hier offensichtlich Dinge für sich, die ich ihnen definitiv nicht geben kann und will. Das ist absolut inakzeptabel, was Frankreich da teilweise tut. Aber das Gute ist, dass wir vielleicht bei den nächsten Kriegen hier vielleicht gar nicht mit Frankreich irgendwie was zu tun haben. Das wäre so zumindest mein frommer Wunsch. Warum besetzt ihr das hier auch? Frankreich, bist du noch ganz knusper? Frankreich hat anscheinend Interesse an diesen Gebieten hier. Okay, ich guck mal, was ich jetzt machen kann. Na, ich werde Frankreich definitiv nichts zusprechen hier. Wir reden jetzt mal mit unserem lieben Freund. Also ich verlange auf jeden Fall mal diese Ländereien. 25, das sind 42%. Da will mich noch keiner irgendwie dumm anmachen. Aragon wäre jetzt bereit, gegen mich jetzt hier zu marschieren. 70, das ist immer noch nur Aragon. Es bleibt bei Aragon, wenn ich das hier alles mache. 96, ah nee, jetzt ist Portugal noch mit dabei. Also ich könnte mir all das hier nehmen, aber das würden sie halt nicht akzeptieren. Das hier würden sie noch akzeptieren. Und wie viel Geld würden sie mir geben? Eine Menge. Eine Menge Geld würden sie mir geben. Ganz im Ernst, also das wäre von Anfang schon mal nicht schlecht, dass wir uns diese Ländereien hier krallen. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ja. Und damit wäre ich tatsächlich weitgehend zufrieden. Auch wenn ich dir noch 4 Punkte gerne mehr hätte. Aber bevor jetzt hier Frankreich irgendwas Blödes tut, ne? Also Forderung senden. So. Damit haben wir das jetzt hier geschafft und können uns jetzt erstmal wieder nach Toledo zurückziehen. Wir koren jetzt hier eine Menge Ländereien. Und den Krieg hier Kram können wir noch abbauen. Das hier sollte ich jetzt momentan noch nicht drücken. Dafür brauchen wir noch mehr Truppen. Ich werde jetzt hier in Toledo nochmal eine Infanterie und in Madrid eine Infanterie aufbauen. So, also auf jeden Fall haben wir Aragon jetzt hier ordentlich reduziert. Das ist wichtig. Jetzt haben wir eine weitere Festung hier bei Valencia. Das ist auch super wichtig. Die wird uns beim nächsten Mal wirklich gute Dienste leisten. Damit hier die Aragonesen hier nicht so leicht reinmarschieren können. Jetzt muss ich mal gerade mal gucken. Wer ist eigentlich nochmal mein Rivale? Portugal, Burgund und Marokko. Ich will jetzt auf jeden Fall mal eine diplomatische Beleidigung, eine spöttische, ich habe nicht genügend Prestige. Ja, das kann ich nicht machen. Weil ich kein Prestige habe. Ich habe es vergessen, dass ich Prestige für so eine Aktion brauche. Kann ich das nicht machen. Na gut. Also, so oder so. Unsere Truppen gehen jetzt hier erstmal wieder dorthin, wo sie hin sollen. Wir haben mal wieder ein bisschen Frieden. Die Frage ist, wie lange wir Frieden haben. Minderwertiges Erz. Naja, immerhin ist... Bis jetzt zum Glück muss ich ja gerade eben keine Armee wieder von Grund auf aus dem Boden stampfen. Es ist schrecklich. Das hier brauchen wir auf jeden Fall noch, ne? Das hier brauchen wir auf jeden Fall noch. Da führt kein Weg dran vorbei. Und danach müssen wir dann wieder sparen hier, Leute. Wir müssen danach wieder sparen. Wie lange hält das eigentlich noch an? Bis 64. Oh, bis zum 11. November. Wir werden gleich auf Militär umschalten. Dass wir hier deutlich mehr Militärpunkte machen. Genau, jetzt drehen wir nämlich jetzt hier einfach mal die Nummer um. Das Gute ist, wir machen einen Haufen Geld. Und wir können auch trainieren. Die Truppen, die wir jetzt schon haben, können wir trainieren. Das nehmen wir gerne mit. Wie steht es eigentlich jetzt hier? 51 versus 68. Gleichgewicht wird bei 61 sein. Das heißt, ich werde dann einfach auf ein Event warten, was ihnen dann... Ja, hier Standesmodifikatoren reduziert. Ja, sowas zum Beispiel. Aber dann halt, wenn wir vielleicht noch das Gleichgewicht nach oben pushen können. Na, also ich habe jetzt vor, die erstmal nicht weiter zu provozieren, wenn ich es vermeiden kann.
Das ist der Gedanke, der mich gerade eben treibt. Wir holen uns nochmal weitere zwei. Stück für Stück unsere Truppen jetzt hier rein. Und wir werden Frankreich weiter hofieren und unser Vertrauen in Frankreich noch weiter bestärken. Wo haben wir es denn hier? Ach, hier unten. Hier war es doch. Gegen Vertrauen tauschen. So. Zweimal, genau. Das ist gut. Jetzt haben wir nämlich schon ein Vertrauen von 75 mit Frankreich. Und ich hätte gerne noch ein Vertrauen mit dem Heiligen Stuhl. Wobei, da könnte man auch Rekruten anfragen. Das ist übrigens immer noch das falsche Zeichen, aber egal. Ich nehme alles, was ich kriegen kann. So, ein bisschen Rekruten haben wir uns jetzt hier noch von Ino uns holen können. Und dann möchte ich jetzt hier nochmal satte 20 Gefallen. Das geht erst im 19. April wieder, okay. Aber macht nichts. Gegen Vertrauen tauschen. 1, 2, zack. Was will Frankreich? Die wollen Geld. Frankreich bittet uns. Ach ja, nehmt es. Meinetwegen. Nehmt das Geld. Hauptsache unser Vertrauen ineinander wächst. Das ist mir absolut das Wichtigste gerade eben. Das ist kein Witz. Es ist unfassbar wichtig, dass Frankreich für mich jetzt hier noch ein guter Verbündeter bleibt. Ich muss jetzt halt auf jeden Fall gucken, dass ich hier Frankreich noch weitere Gebiete abnehmen kann. Interessanterweise weiß ich nicht, ob das jetzt hier französisch ist. Katalanisch. Wahrscheinlich, das muss wahrscheinlich auch alles mir gehören, ne? Ich gehe mal davon aus, dass es auch mir gehören muss. Ja, das muss alles mir gehören. Ach ja, das wird dauern. So, wir können weitermachen hier mit der Rekrutenregeneration. Jetzt haben wir schon immerhin bei 448. Wie gesagt, also ich werde viele Kriege führen müssen. Ich werde sehr, sehr viele Truppen deswegen verheizen. Da ist es absolut wichtig, wie wir damit umgehen. Asturias, Leon. Ja, ich will noch mehr Geld verdienen durch die Kirche. Deswegen bauen wir hier nochmal ein paar Dinger rein. Wir sind leider immer noch momentan... Ach, Korruption ist bei 0,03. Das ist alles gar kein Problem. Mit wem bist du immer noch verbunden? Immer noch nur mit England, oder? Nur mit England, das ist krass. Nur mit England. Und du bist mit Marokko und Tunesien. Ja, Marokko ist ja mein Feind. Das finde ich aber auch wiederum in absolut in Ordnung. Jetzt muss ich halt irgendwie das Prestige noch nach oben pumpen. Das wird allerdings auch wieder dauern. Warte mal, Beitrag erbitten. Hilfe des Klerus ersuchen. Will ich noch mehr Papst Einfluss? Nee, ich will nicht schon wieder Prestige verlieren. Nee. Das will ich gerade eben alles nicht machen. Das ist alles gerade eben nicht in meinem Sinne. Es wird Blut fließen. Boah, jetzt haben wir endlich gleich die Chorung hinter uns, Freunde. Da ist die erste Chorung. Geil. Das da. Das haben wir schnell gechort. Und was ist jetzt los? Die Korruption steigt wieder. Oh, das waren die anderen Dinger. So, dann haben wir jetzt hier mal, warte mal, will ich die Entwicklung bündeln? Das ist das Ziel 149 erhält. 8 Entwicklung wird aus dem Staat Valencia abgeschöpft. Das führt dazu, dass das Ziel 149 administrative, blablabla, dies wird zu einem Hauptstadt abzüglich Verschwendung zu 221 führen. Ja, ich mach das. So. Und hier machen wir das genauso. Ja, 1-0 ist egal. Hauptsache die Hauptstadt ist cool. So. Haben wir Toledo dadurch jetzt also nochmal ein gutes Stückchen hier entwickelt, wie ihr sehen könnt. Jetzt haben wir hier 10-8-8. Hier machen wir auch noch Eisen. Damit kann man leben. Ansonsten habe ich hier gerade eben kein Geld. Wir müssen jetzt hier wieder unsere Truppen aufbauen, ne? Also ich will auf jeden Fall hier noch mehr Kavallerie haben, denn Spanien ist ja auch bekannt so ein bisschen gewesen für seine Kavalleristen. Also nochmal 2 weitere Kavalleristen rein und nochmal 2 weitere Infanteristen rein. Dann haben wir wenigstens wieder eine Armee am Start. Mann, es wird dauern, das hier alles wieder auf die Beine zu stellen.
Aber wir können wieder was techen. Geil. Also immerhin kommen wir jetzt hier zur Küstenverteidigung. Wir kommen jetzt also auf Tech Level 5 beim Militär. Und wie gesagt, hier muss ich jetzt halt einfach gucken, dass wir die Standardisierten hier hinbekommen. Wir haben auch gleich die Regierungsreform. Dauert nicht mehr lange, dass wir die auch noch machen können. Frankreich ist im Krieg mit... Ist das Neapel? Ich glaube, es ist Neapel. Ja, sie sind auf jeden Fall im Krieg hier mit irgendwelchen Italienern. Sagen wir es mal so. Und sie haben uns da nicht mit reingezogen, wofür ich relativ dankbar bin. Legitimität jährlich, Beziehung verbessern. Wir wurden schon gesegnet. Baukosten, Steuereinnahmen. Korruption. Ich kann echt Legitimität brauchen. Wir müssen jetzt echt da. Guck mal, also ich muss jetzt echt gucken, dass wir mehr Legitimität bekommen, ne? Wir haben momentan einfach das Problem, dass wir keine echte haben. Spannungen zwischen Adel und Klerus. Oh Gott, schon wieder. Die Loyalität des Adels steigt. Oh yes, please. Ja, die Meinung des Kirchenstaats hat sich gerade eben zum Teufel geschert. Und jetzt muss ich halt gucken, dass ich genügend Kronland habe. Ja, das habe ich leider noch nicht gemacht gehabt. Verdammt. Aber jetzt durfte ich das Kronland entsprechend haben. Und jetzt hoffe ich einfach mal, dass wir das jetzt so weit wie möglich noch wieder nach oben gearbeitet bekommen. Ja, ich hole mir in Toledo nochmal den Bonus. Nochmal mehr Bonus für ein bisschen mehr Manpower können wir mitarbeiten. So, jetzt ist das hier schon mal eine 16K-Armee. Und unsere Regierung kann weiter verbessert werden. Du machst dich auf jeden Fall jetzt erstmal wieder zurück nach Toledo. Und du baust hier eine neue Armee auf. So, was machen wir denn jetzt hier als zweites in der Stufe 3? Bürokratie. Entweder Autonomie monatlich reduzieren und Kosten für die Kulturänderung, die Zentralisierung der Monarchie. Autonomie, Abklingzeit, bla. Dezentralisierte Bürokratie, mehr akzeptierte Kulturen, minimale Autonomie, Territorien, bla bla bla. Mehr verfügbare Berater, Regierungsreformwachstum plus 20% Einfluss aller Stände plus 5%, das will ich auf gar keinen Fall. Oh hier, königliche Vetternwirtschaft, Einfluss, das ist doch genau das, was uns das eigentlich dieses Problem eingebrockt hat, oder? Einfluss aller Stände reduzieren, ja. Regionalräte würde die Unterhalt von Staaten reduzieren. Steuereinnahmen im Zeitalter der Entdeckung wird erhöht, in der Reformation wird es wiederum reduziert. Repräsentanten der Krone. Diplomatische Beziehungen plus 1, Vasallenbonus, Einheitenlimit, Tribut. Okay, das ist jetzt schwierig. Loyalitätsgleichgewicht aller Stände will ich auf jeden Fall nicht reduzieren. Hier das Loyalitätsgleichgewicht der Stände. Dezentralisierte Bürokratie. Ich will, dass die loyaler sind. Ich will, dass die loyaler sind. Das Loyalitätsgleichgewicht wird bei 66% stehen. Ich habe jetzt 48%. Es reicht immer noch nicht. Es reicht immer noch nicht. Ah, es ist so Mäusemelken. Naja, was will man machen? Also, was wir jetzt erstmal machen, ist unsere Armee wieder aufstellen. Und so lange trainiert ihr hier. Und dann werden wir uns Granada einverleiben. Und wenn wir Granada uns einverleibt haben, werden wir uns eventuell um Portugal kümmern. In der Zwischenzeit bauen wir so ein bisschen aggressive Expansion ab. Was ich auch ganz, ganz gut finde. So, du bekommst hier schon mal einen General und kannst hier schon mal ein bisschen trainieren. So. Zack, zack. Alle Mann da rein. Und zusammenlegen. Und immer schön weiter trainieren. Das ist schon mal ein guter Anfang. Können wir auf die Geschwindigkeit auf jeden Fall wieder erhöhen. Wie viel machen wir eigentlich jetzt inzwischen? Ja, immer noch 476. Das ist in Ordnung. Oh, wir bekommen, so wie es aussieht, eine Rebellion. Aragonische Nationalisten. Was ist das? Luca bittet uns darum, im Austausch für Gefallen 56 Seeleute zu geben. Ja, die Seeleute könnt ihr haben.
die aragonischen Nationalisten. Um die werde ich mich hoffentlich kümmern können. Früher oder später. Wie viel Manpower können wir jetzt haben? Ich schätze mal so Richtung 40. Ja, sogar ziemlich genau 40. Hab ich gut geschätzt. Ja, hier können wir noch nichts machen. Wir müssen eigentlich uns jetzt hier schon darunter erarbeiten, aber eins nach dem anderen. Aufstieg des Adels. Oh, jetzt bekommen die Einfluss. Na, toll. Das hilft uns ja jetzt gar nicht bei unseren Bemühungen. Sagen wir es mal so. Das hilft uns überhaupt nicht. Wie viel Geld machen wir eigentlich noch? Immer noch 4,46. So, ich könnte jetzt das hier machen, aber das werde ich jetzt nicht tun, ne? Denn ich möchte die Technologiestufe hier auf jeden Fall erreichen, damit wir nicht zeitlich zurückfallen. Das müssen wir jetzt also ganz langsam und vorsichtig angehen. 90% Alicante und bla. Ah, der hat sich ein bisschen trainieren lassen, hier unser General. Das ist doch gut. Nein, nicht die Influencer. Oh nein. Bis zum 21.78. Es reduziert halt auch die Handelsmacht lokal. Wisst ihr, das Schlimme an der ganzen Sache ist, dass das hier eigentlich nur negativ ist. Man verliert 50 administrative Macht mit der Quarantäne, man verliert Handelsmacht und Handelsgüter. Hier tut man die Handelsgüter auch verlieren, aber nicht die Handelsmacht. Ja, aber sie kann sich auf andere Gebiete ausbreiten, ne? Das ist halt das Problem. Und da ist diese Revolte von Witwe Bolte, die keiner wollte. So, das reicht aber, glaube ich, immer noch nicht. Um le Problem zu lösen. Nochmal zwei Infanterieeinheiten. Nach wie vor wäre es so cool, wenn man Seeleute umwandeln könnte, ne? Aber es wäre einfach OP. Was, ein Befehlshaber ist gestorben? No! Was ist das? Den Gemahl militärische Befehlsmacht geben. Ja, aber sichi doch. Ganz im Ernst, damit kann ich absolut leben, dass der Gemahl jetzt hier die Befehlsmacht hat. So, wir haben jetzt diverseste Waffenschild. Ach, komm mal, Spiel, überfordere mich jetzt hier gerade eben nicht mit der Geschwindigkeit. Siegel der Beichte. Wollen wir Spionagenetz? Nee, wir machen einfach die diplomatische Macht, das passt schon. Wir wollen es ja jetzt hier nicht übertreiben. Bauholzmangel. Was hier alles die ganze Zeit passiert. Johanna von Orléans. Neuer Prozess. Und wieder ein neuer Kardinal. Also gut, wir können jetzt hier nochmal zwei Kavallerieeinheiten reinnehmen und dann nochmal zwei Infanterieeinheiten. Und dann sind wir hier auch bei 16, das ist genau gleich groß. Dann sind wir ungefähr bei 32.000 und dann sollte ich vielleicht nochmal eine weitere Armee aufstellen. Das ist zumindest jetzt hier so mein Gedanke. Aber fürs Erste müssen wir jetzt natürlich unsere Manpower wieder hochschrauben. Na kommt schon, jetzt gebt mir endlich hier genügend Punkte. Beziehungsweise, was fehlt uns hier eigentlich? 438 Gold. Das haben wir halt nicht, ne? Kann ich Geld erbetteln von Frankreich? Habt ihr Geld? $55. Ja, das ist halt inzwischen jetzt sehr, sehr wenig, was man dafür bekommt. Das ist es halt einfach nicht wert. Das ist es halt absolut null wert. Was ist bei Luca? Bei Luca kann ich nur gegen Vertrauen tauschen. Aber ich habe so viele Gefallen. Komm, Luca, du kannst mir sehr vertrauen. Du kannst mir absolut vertrauen. So, jetzt sind wir schon bei Vertrauen 90 einfach mal angekommen. Einfach, weil es geht, ne? So, eine Unit noch. Zack. Also, wir haben auf jeden Fall jetzt hier wieder
Zumindest was das stehende Heer angeht, ausreichend Truppen. Wie viel? 20 Versorgungslimit, 17, 18, 18, Versorgungslimit 18. Also ich glaube, 16 ist in Ordnung. Eine Staatsehe mit Frankreich. Jawohl. Das rechnet sich für uns, würde ich mal behaupten. Also wie gesagt, ich muss eigentlich jetzt hier noch eine weitere Armee aufstellen. Und ich denke, ich tue es auch. Das wird dann so eine 6-2 Armee werden. Und danach fangen wir an, Manpower zu sammeln. Ich hoffe, dass das Geld, was ich habe, noch so lange reicht. Kann natürlich auch sein, dass ich jetzt hier eventuell, was die Wirtschaft angeht, meinen Bogen ein bisschen überspanne. Was ich jetzt ehrlich gesagt nicht hoffen möchte. 1,9. Flotte kostet natürlich auch ein bisschen was. Armee kostet natürlich ein bisschen was. Ja, die Berater sind halt auch teuer. Aber ganz im Ernst, ich behaupte, die Berater lohnen sich. Ah, und da ist wieder eine... ein Rebel-Yell am Start. Ein ganz mieser welcher. Wisst ihr was? Ich spare mir das. Ich packe diese Truppe noch da mit rein und dann sehen wir weiter. Zack, 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 macht sie fertig. Erledigt. So, und damit sind wir nun endlich angekommen bei den Waffenträgern und Co. Der letzte Akt in dieser Folge, meine lieben Freunde. Ja, ich denke, wir gehen auf die Waffenträger. Wir gehen auf die Waffenträger, ganz klar. Okay, damit bedanke ich mich bei euch für eure Aufmerksamkeit, meine lieben Freunde. Nach wie vor haben wir, wie ihr sehen könnt, ein kleines Problem, was die öffentliche Ordnung angeht. Daran wird noch zu arbeiten sein. Aber wir werden beim nächsten Mal uns dann jetzt endlich mal, vorausgesetzt, wir haben dann ein bisschen mehr Manpower, aber darum haben wir uns ja gekümmert, um unsere anderen Nachbarinos kümmern. Es könnte auch sein, gut sein, dass wir eventuell nochmal Aragorn angreifen. Die dürften jetzt ja schon ziemlich geschwächt sein. Aber solange die bei Burgund irgendwie noch mit dabei sind, haben wir das natürlich nicht ganz so leicht. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal, schöne Zeit. Tschüss und ade.